Hallo liebe Duftis, heute habe ich wieder ein Paket bekommen und diesmal mit Yankee Candle Sachen. Ich habe mir den einmal die neuen Sommerdüfte bestellt und ein Hauswurm und noch zwei Sampler. Und als allererstes habe ich ein Goodie in Sizilian Lemon dabei gehabt. Von Duft her für mich ein reiner Sommerduft. Er riecht sehr zitronig, leicht, aber nur ganz leicht süß, aber auch in diese Putzmittelrichtung. Ist für mich ein Duft, den ich wirklich nur verdüftel, wenn es wirklich richtig schön warm ist, weil er da gut hinpasst. So, bleibt stehen. Dann hatte ich mir einen Hauswarmer bestellt. Und zwar Berry Trüffel. Den gab es da in dem Shop reduziert. Ich glaube 20,99 €, 20,49 €. Warte mal, ich habe ja die Rechnung dabei. 20,99 € habe ich für bezahlt. Und den hatte ich schon länger ins Auge gefasst. Und ich dachte, naja, vielleicht kommt er irgendwann wieder. Ja, und er ist wieder gekommen. Ich hatte jetzt die Auswahl, mehr den zu bestellen oder andere, weil ich so sage, so einmal im Monat ein Hauswurm ist in Ordnung, weil ich verbrenne ja circa einmal im Monat ein Hauswurm. Ja, dann ist es diesmal halt der geworden, Berry Trüffel. Von der Farbe her sehr, sehr schön. Ist auch Paraffinwachs. Das sieht man immer, wenn diese Bläschen da oben sind, dann ist es Paraffinwachs. Und das Sojawachs ist so glatt, so weich, hat nicht diese, ich sag mal, diese Bläschen oben drauf. Von Duft her, er riecht wirklich sehr schön, spritzig nach Himbeere. Da ist ja auf dem Bild Sahne mit drauf, also Sahne rieche ich da gar nicht raus. Er riecht eigentlich eher wie so eine Himbeerschorle mit schön Frucht, schön Sprudelwasser drin. Also vom Duft her so richtig angenehm. Ich bin gespannt, wie er dann warm riecht. So, dann hatte ich mir noch einen Sampler bestellt. My Serenity. Den hatte ich schon mal als Tarte. Aber da ich lieber immer Sampler verdüfte oder Hauswurmer verdüfte, habe ich mir den jetzt noch mal als Sampler geholt. Und wenn der als Sampler mich überzeugt, dann hole ich mir den auch irgendwann als Hauswurmer. Also vom Duft her riecht auch leicht zitronig. Ich würde sagen, so einen ganz leichten Hauch Ingwer drin. Hat noch so was cremig-pudriges mit drin. Ein wirklich schöner, zarter Kuschel-Wohlfühlduft. Als Tarte hat er mich definitiv überzeugt, weil der wirklich sehr intensiv war. Und ich liebe intensive Düfte. Und da fand ich den wirklich toll. So, und dann hatte ich mir noch, das war das Monatsangebot jetzt im April, Serengeti Sunset als Tarte geholt, als Sampler geholt, Entschuldigung. Den will ich jetzt erstmal testen und wenn er mir gefällt, werde ich mir halt noch einen Hauswurmer holen. Er riecht sehr, eigentlich sehr orangig. Wie so eine Orangenbrause, dieses Brausepulver. Also jetzt nicht authentisch wie eine Orange, sondern wie dieses, ich weiß gar nicht, war das von Ahoi Brause oder so, was so spritzig und künstlich riecht. Auf jeden Fall, also so vom kalten Schnuppern definitiv sehr, sehr toll. Dann kommen wir schon zu den Sommersachen. Als erstes haben wir Riviera Escape, also ein sehr schönes Bild. Blauer Duft ist bestimmt wieder so in die Männerparfüm-Richtung oder Klo-Richtung. Gucken wir mal, wenn es denn aufgeht von unten. Klebt ganz schön. Gleich habe ich es. Ja, ist definitiv wieder so ein sehr frischer Duft. Geht schon wieder in die leichte Männer-Duschgel-Richtung, würde ich eher sagen. Ja, ist jetzt nicht so meins. Für mich riechen diese Männer-Duschgels eher alle gleich.
Also ich werde es auf jeden Fall testen, aber ich glaube, davon würde ich mir kein Hauswurm kaufen, weil das alles nicht so meine Düfte sind. Dann Sea Salt und Sage. Also die Kleber sind diesmal sehr, sehr gut. Oh. Ich glaube, der wird sehr stark und das wird auch nicht mein Duft. Ich glaube, das ist das Sage, was da drin ist. Was ist ein Sage? Ist das Salbei? Ich weiß es nicht. Also von diesem Seesalz rieche ich gar nichts raus. Man kommt, riecht eigentlich nur dieses. Ich weiß nicht, ist das Salbei? Weihrauch, also es sticht auf jeden Fall sehr in die Nase und es ist sehr, sehr, sehr extrem. Ich denke, der wird auch ganz schön stark sein. Ich werde ihn auf jeden Fall testen. Aber wenn er warm so riecht, wie er kalt riecht, wird es auch nicht meins. Also die beiden, definitiv nicht. Dann gab es noch Olive und Thyme. Oh, den finde ich ganz angenehm. Man riecht schon die Olive raus. Ich weiß nicht, was Thyme sein soll. Vielleicht Thymian? Wie riecht Thymian? Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Also er riecht nach Olive mit so einem leichten Kräutertouch drin. Finde ich aber wirklich sehr angenehm. Schon, es ist, finde ich, jetzt keine fruchtige Richtung, sondern eher so in die Kräutergrasrichtung, so in der Art, ja. Aber der hat, also der gefällt mir viel, viel besser als die anderen beiden. So, dann kommen wir schon zum letzten und der letzte ist Summer Peach. Auch wieder ein wunderschönes Foto und die Farbe ist auch richtig genial. Na, da haben sie ja, glaube ich, wieder daneben gestochen. Also der gefällt mir bis jetzt am besten. Riecht nach frischen Pfirsichen, hat aber auch so einen leichten Touch. Ich sage jetzt mal mit Wasser hinter. Also er ist nicht sehr extrem, er ist sehr leicht. Riecht aber wirklich sehr, sehr lecker, als würde ich gerade in so einen frischen Pfirsich essen. Reinbeißen, reinessen. Ihr versteht schon, was ich meine. Also der gefällt mir bis jetzt am besten, der hier. Summer Peach. So, meine Lieben, das war meine ganz klitzekleine Bestellung von Yankee Candle. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag. Sonne scheint, geht raus, macht was Schönes. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.